So, Bochinas und Bochachos, weiter geht es mit Hogwarts Legacy hier auf meinem Kanal. Nach dem Hauptspiel machen wir nun Nebenmissionen. Wir sind mit Poppy gerade unterwegs und müssen einen Mondstein finden, Bose. Ich sehe da schon wieder richtig dicke Dinger. Ja, werd aggressiv. Greif ihn an. Ich finde das so krass, dass die, also die Gegner gegenseitig so viel abziehen. Aber ich hingegen echt eigentlich ein Schwächling bin. Tut mir leid. Aber wir müssen sogar durchs Wasser. Dort, wo das Wasser brodelt. Schauen wir uns das näher an. Ganz deiner Meinung. Oh, wir haben einen Mantel gefunden, der sogar besser ist als der, den wir gerade anhaben. Boah, ich erwarte jetzt eigentlich so richtig was Schönes. Das sieht schon mal... Wow. Das sieht echt gut aus. Schaut mal, die ganzen bunten Vögel, wie geil ist das? Bei dem, was hätte ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Also, ich weiß ja nicht. Ich höre ihn jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Sehr lustig. Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren. Falls der Mondstein hier sein sollte. Das heißt, wir sind ihnen einen Schritt voraus. Da ist er. So, wir haben was. Er liegt einfach so im Baum. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Oh, ich liebe sowas. Also sowas liebe ich. Sehr. Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Ja dann. Let's go. Worauf warten wir noch? Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Ich glaube nicht, dass uns Doran wissentlich in Gefahr bringen würde. Du hast recht. Ich mache mir sicher unnötig Sorgen. Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Let's go. Ich glaube, es ist da drüben. Ja, geil. Ich kann nicht auf meinen Besen. Wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Ich bin jetzt echt gespannt, was passiert. Ach, die sind so süß. Oh, das sind viele. Hey, wie geil. Zeichnen die irgendwas? Ich glaube schon. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? Nein. So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist es normal, dass sie ein Muster auf dem Boden hinterlassen? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon zwei Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal erlebt? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht...
Nun die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich... Ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Ach du Scheiße. Merlin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Ach, du Scheiße. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Krass, Mann. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Kommt aus einer Wildererfamilie und setzt sich für die Tiere ein. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Man entscheidet immer selbst, Boss. Immer selbst. Nach dem, was ich gesehen habe, bist du auf dem richtigen Weg. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie. Was war das denn? Aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum What the fuck? Danke, dass du es mir sagst. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Poppy, sehr interessant. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Na gut, ich bin bereit, wenn du es bist. Okay, also wir müssen ihn nochmal auffinden, aber das könnte ja ein bisschen kritisch werden. Hogwarts-Gelände. So, Bows, wir haben es fast geschafft. Fast sind wir Level 28. Und dann geht's richtig ab. So, also Poppy, ich danke dir. Jetzt müssen wir warten, oder was? Ich glaube schon, ja. Außer sie meldet sich jetzt nochmal. Ja, wobei, wir könnten die Aufgabe für Deke machen, oder? Haben den armen Kerl jetzt einfach im Stich gelassen. Was war das jetzt nochmal? Boah. Aus Elfenkummer. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ganz hoch. Hä? Verbotenen Wald mal wieder. Dann lass uns mal dorthin reisen. Und Deke eine Unterstützung sein. Er hat es ja auch verdient. Der gute Elf. Verbotene Wald, ne? Gib mir ihn einfach. So geil. Das erinnert mich immer an die erste Mission bei Naruto. Wo die auch in den Wald mussten. Oder in den Dschungel. Das muss die Höhle von Top sein. Achso. Macht er da hinten? Er hängt fest. Oh mein Gott, das arme Ding. Ist er raus? Ja. Ich
wollte sich vergraben. Also ab in die Spinnenhöhle. Los. Haben die Höhle schon gefunden? Extreme Danger. Beware Spiders. Alter, das sind ganz schön viele Warnschilder. Aber man denkt, der mächtigste Zauberer aller Zeiten. Oh. Tops Meister ist furchtbar. Hat Angst vor Spinnen. Tops? Tops? Deke schickt mich. Bist du hier drin? Ach hier. Lass hier. Komm, trink. Gegner auf höheren Stufen sind schwerer zu besiegen. Wirklich. Danke, dass ihr mir das nach dem Spiel sagt. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Oh mein Gott. Hä, hey, da. Was? Ist aber eine Spinne rausgekommen. Was war hier? So. Kriechen durch eine Höhle. Oh mein Gott. Gott, ist das eklig. Alter, wenn ich das schon höre, ne? So über mir kriechen. Ach, guck mal, wen wir haben. So, ihr dürft gegeneinander kämpfen. Was? Hey, kleiner Mann. Ach verdammt, ich hab's weggedrückt. Also mir scheint es mit diesen Zetteln so, als würde Tops nach Hilfe schreien oder rufen. Vielleicht Einbildung ich mir, aber... Ey, hört auf mit dieser Scheiße, wirklich. Ah! Als würden die Dinge auf mir krabbeln. Ich stell euch mal vor mit VR. VR. Virtual Reality. Das wäre krass, ey. Oh! Ein Riesenspinnchen! Ja, moin! Akromantula. Boah, die Kleine greift an. Volle Power. Nein, das ist die falsche Spinne, du Vollidiot, Mann.
Man meldet sich aber auch in den ungünstigsten Zeitpunkten. Also Poppy hat sich gemeldet, das bedeutet, nächste Folge ist schon mal safe. Und ich finde mit Poppy die Mission immer noch echt spannend. Mit die spannendsten nach Sebastians. Die gefallen mir einfach, es ist geil. Hat was mit Tieren zu tun, befreien, Wilderern, Zentauren. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss... Oh nein! Armer Tops. Alleingelassen mit den Spinnen. Boah, das ist heftig, Mann. Nein. Ey, das gefällt mir gar nicht. Also, ich mag diese diese Elfen sehr. Auch in Harry Potter Dobby. Die Szene war zu krass. Als er sich für Harry Potter eingesetzt hat und danach leider noch was abbekommen hat von Bellatrix. Oh Mann, ey. Ja, wie kommen wir da durch? Ach Mann, also Tops hat's leider nicht geschafft tatsächlich. Nicht gut. Seele Deke von seinem Freund. Ist hier anscheinend fertig. Das ist die Karte nicht. Ich hätte schon gedacht, dass wir ihn retten. Sehr bitter. Ey, Alter, hört auf. Es ist so widerlich. Nicht identifiziert. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Warte mal. Ich hasse Höhlen. Das erinnert mich gerade an einen Kommentar von euch. Ich glaube, die Person weiß ganz genau, wer gemeint ist, die sich in der Höhle verlaufen hat, aber ja, ich habe schnell rausgefunden. Ja, also ich habe Orientierungsprobleme, sind bei mir eigentlich nicht vorhanden. Ich kann mich relativ gut orientieren in Spielen, nur bei manchen Höhlen, also bei Hogwarts jetzt speziell, das ist immer so ein bisschen komisch, weil... Man kommt da irgendwo hin und danach taucht man auf einmal woanders auf und das ist dann am Anfang und so. Dobby sag ich. Deke, ich habe keine guten Neuigkeiten. Tut mir echt leid. Ich bin zurück aus der Höhle, Deke. Wunderbar. Deke hofft, Sie haben Tops von Deke gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deke. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein, das hat Deke befürchtet, so lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deke und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deke wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deke ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deke wird seinen Freund vermissen. Und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Ach, hör auf, Mann. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deke. Danke.
Sie sind sehr freundlich. Deke braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung Natürlich, ist. Natürlich, kleiner Mann. Nicht schön. Das ist natürlich nicht so schön. Boah, wir haben fast... Also, ich glaube tatsächlich, wir haben erstmal einen neuen geilen Hut, ja? Und mit der Mission... Das passt einfach perfekt, Bos. Mit der Mission von Poppy, ja, die wir auch unbedingt machen wollen, oder ich zumindest, werden wir wahrscheinlich Level 28 erreichen und dann passt das einfach perfekt zusammen, dass wir... uns auf die Mission von Sebastian machen können, um ihr wisst schon was zu lernen. Freue ich mich so drauf. Ich finde das ein bisschen krass, dass man es aber so spät... Ja gut, was heißt so spät? Wenn man keine Nebenmission macht? Kein Wunder. Züchtet? Noch schon hier, Alter. Oh, wenn komisch, die Alte. Das ist so. Also, ab zu Poppy Bows. Wieder mal im verbotenen Wald. Wie die letzten Male auch. Ich liebe diesen Wald. Er ist so gut gemacht. Sage ich jedes Mal, wenn ich hier reinkomme. Es ist einfach so. So, Papi. Der Minotaur. Und das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du warum oder was es bedeutet? Ey, Dauren? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See. Doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Klar, Bruder. Schön, dich wiederzusehen, Dauren. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monaten sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen. An einer Felswand der Steilhänge. So reden die alle eigentlich so langsam. Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden. Die reden alle gleich langsam. Gleich langsam alle. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Alter, die macht sich voll den Kopf. Wir sehen uns dort. Hat der jetzt irgendwas markiert? Hä? Wo will er sich denn jetzt treffen? Jetzt. Oh mein Gott. Voraussetzungen Glacius. So, das haben wir ja schon.
südwestlich von Rochborough. Schnatzer in der Hand. Was mir jetzt noch zur Story einfällt, Bose, werde ich so. Ich denke gerade über die Story. Oh mein Gott, Alter. Ich denke gerade so über die Story nach und denke mir einfach so. Ja, die Story. Die war sowas von langweilig. Jetzt mal ernsthaft. Man kommt am Anfang, gleich am Anfang, irgendwas mit der alten Magie. Dann trifft man auf den Kobold, dann trifft man auf Rockwood. Ja. Und von Anfang an ist klar, dass diese zwei die Bösewichte sind. Oh. Ja, und das war's. Das war's. Boah, das schaut so geil aus. Schaut mal. Was hinten. Aber das ist schon ein bisschen enttäuschend, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Die war sehr trocken, die Mission. Die Hauptstory. Die Nebenmissionen bringen da wirklich Pep rein, ja? Dass man echt viel, viel anderes zu tun hat. Und es sind auch geile Missionen. Also es sind wirklich andere Missionen, die andere Geschichten erzählen. Da ist wirklich was dahinter. Aber die Hauptstory... Also eigentlich habe ich mehr Fragen als davor. Woher kommt dieser Kobold? Warum ist der so? Woher hat er das? Woher habe ich das? Wer bin ich? Dann stirbt Professor Fig einfach am Ende. Wer war er? Einfach unglaublich. Sehr komisch. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer wirklich hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Dann lass uns gehen. Kannst du das fassen? Echte Schnatzer! Sehr gespannt. Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Hey, cool, die Fußspuren am Boden. Doran auf unserer Seite. Selbst wenn die Wilderer auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg. Ja, also ich bin auf die Schnatzer sehr gespannt, Bose. Wir werden jetzt einen kleinen Cut machen und sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich glaube, wir werden in der nächsten Folge Level 28 erreichen. Dann gehen wir direkt zu Sebastian und machen die nächste Mission mit ihm. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was mit Sebastian noch passiert. Das ist echt noch so der Reiz, den ich unbedingt noch erledigen will. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Hogwarts Legacy. Peace out, Bose.